Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf der Hof Bergmann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und hier mit dabei bist. Ja, heute werden wir uns hier ein bisschen um unsere Kälber mal wieder kümmern. Und wir sehen auch schon, hier haben wir jetzt eine kalbende Kuh. Und zwar, ihr kennt ihr das ja, wenn hier ein X drauf ist. Also wird man die jetzt auch gleich hier mitnehmen und werden die hier in unseren Stall packen. Bevor wir das machen, würde ich sagen, mach mir hier erstmal ein wenig sauber mit meinem Zauberbesen, wie ich das immer so gerne sage. Gehen hier einmal lang. Dann ist das hier auch wieder ordentlich. So. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Feldarbeit ist jetzt fertig. Also da sind wir jetzt komplett durch. Da müssen wir jetzt nur noch warten, bis das Feld 12 jetzt fertig ist. Und hier haben wir auch schon wieder zwei neue Kälber. Die werden wir jetzt mal gleich rüberbringen in die jeweiligen Boxen. Geht auch ziemlich schnell, finde ich hier. Also es kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie viel kalbende Kühe ihr habt in euren Stall. Also ich finde, das geht schon ziemlich flott. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier hinten die zwei gleich rein. Dann werden das ja später dann Zuchtbullen. Und die können wir dann natürlich auch selber nutzen. Oder natürlich auch quasi zum Schlachthof bringen. So. Das erste Kalb haben wir jetzt hier schon mal drinne. Dann rennen wir mal schnell hier rüber. Und schnappen uns jetzt hier noch das nächste Kalb. So. Steigen jetzt hier quasi nochmal aus. Machen jetzt erstmal hier das Tor hier wieder zu. Steigen jetzt hier wieder ein. Ja, dann bringen wir das eine Kalb jetzt hier gleich noch rüber. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch so erledigen müssen auf unserem Hof. Und wie gesagt, wir werden dann auch nochmal eine Tour machen und uns alle unsere Tiere anschauen, dass die auch richtig versorgt sind. Aber das wird man jetzt in dieser Folge nicht schaffen. So. Dann haben wir natürlich dann auch wieder etwas mehr Zeit für unsere ganzen Produktionen. So, dann steigen wir mal hier in unseren Fendt ein. Machen jetzt hier gleich die Tür zu. Starten einmal den Motor. Gehen auch mal in die Außenansicht. Und nehmen uns jetzt hier unseren Tiertransporter, den kleinen hier. So, einmal hier ran. Und jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, hier vorne war das, wo wir dann die Kuh hier quasi wieder aufladen können. So, stehen wir schon richtig? Nee. Noch nicht ganz perfekt. Ah, wie war das jetzt? Jetzt mal hier erst noch irgendwas machen. Ich schau mal. Gehen wir mal hier rüber. Ah, ich glaube, das war's. So, fahren wir nochmal hier ran. Nee. Oder müssen wir jetzt hier vorne ran? Kann natürlich auch sein. Wie gesagt, ich habe es noch gar nicht getestet. Jetzt geht das Ganze natürlich. So, haben wir die einmal aufgeladen. Also ihr müsst hinten ranfahren, wenn ihr die Kuh hier einspannen wollt. Und vorne holt ihr dann die Kuh wieder raus. Habe ich auch noch nicht gewusst. Aber jetzt wissen wir das ja. So, dann kommst du jetzt hier bei uns in den Stall gleich wieder rein. Schieben wir das Ganze einmal rüber, bestätigen das Ganze.
Und dann haben wir jetzt auch wieder eine kalbende Kuh mehr. Das Ganze können wir jetzt natürlich nochmal machen, denn wir haben ja noch einiges an Bullensperma übrig. So, fahren wir hier wieder ran und suchen uns jetzt hier die nächste Kuh gleich aus. Schieben die hier rüber, bestätigen das Ganze. Und fahren jetzt hier wieder ran. Und packen uns jetzt hier die Kuh wieder rein. So. Passt das Ganze schon. Bestätigen das Ganze. So. Gut, dann schalten wir mal hier den Motor aus und lassen jetzt hier den Tierarzt erstmal die Kuh jetzt hier besamen. So, geht einmal hier ran und dann geht das Ganze auch hier weiter. Gut, schauen wir jetzt mal hier bei unseren Kälbern hier nochmal vorbei, ob die jetzt hier alles haben. Ja, hier ist nicht so viel drinne. Schauen wir mal, ob wir hier vorne noch was drin haben. Ne, da müssen wir nochmal demnächst was produzieren. Aber momentan reicht es auch, denke ich mal. Ist nicht ganz voll, aber das sollte erstmal reichen. Gut, dann gehen wir mal hier rüber bei der Käserei, denn da ist jetzt auch schon einiges fertig an Käse. Also da können wir auch bald wieder Käse verkaufen. Machen wir uns das Ganze wieder auf die Palette drauf. Und können dann natürlich auch gleich hier das Ganze wieder neu befüllen, damit die ganze Produktion hier auch gleich weitergehen kann. So, schnappen uns hier gleich den nächsten. Da fliegt er wieder. Man kennt es ja. So. Packen wir uns den jetzt hier noch mit drauf. Das hier ein bisschen weiter rüber. Und hier noch den nächsten. Ja, dann haben wir jetzt hier die eine Palette schon mal voll. Können wir hier das Ganze gleich festmachen. Und dann schauen wir mal, haben wir jetzt hier noch, ja, Ziegenmilch haben wir auch noch. Also das passt alles. Dann können wir gleich erstmal hier alles auffüllen. So, einmal hier ran. Kann die Produktion auf jeden Fall schon mal weitergehen. Denn das lohnt sich hier auf jeden Fall auch immer ganz gut, Käse zu verkaufen. So, machen wir noch zwei Eimer rein, denke ich mal. Das soll dann erstmal passen wieder. Noch ein. Und dann machen wir gleich hier drüben nochmal etwas Ziegenmilch hier rein. Damit hier die ganze Sache auch gleich weitergehen kann. Ups. Na, kommst du jetzt her? So, noch ein Eimer würde ich sagen. Das passt dann erstmal. Ja, und dann schauen wir mal, was wir jetzt hier noch brauchen. Ja, Lab-Extrakt müssen wir noch hier noch reinfüllen. Immer einmal hier ran. Bestätigen das Ganze. Und füllen das gleich hier auf. Einmal hier und einmal da noch. So. Und dann können wir jetzt hier das Ganze gleich wieder einschalten. Hier drüben auch. Kann das Ganze gleich weitergehen. Na, jetzt. Ja, werden wir jetzt hier erstmal noch den Käse noch wegtun. Den Ziegenkäse. Hier gleich auf die Palette drauf. So. Hier noch den nächsten.
Ja, da haben wir jetzt schon zwei Paletten Käse jetzt wieder fertig. Also können wir demnächst auch wieder Käse verkaufen. Ich denke mal, die anderen zwei Paletten werden auch noch voll, damit sich auch das Ganze hier, wenn wir losfahren, auch lohnt. So, machen wir das Ganze fest hier. Na, jetzt. Gut, dann haben wir das auch schon wieder erledigt hier auf unserem Hof. Ja, da rennen wir mal schnell. Ja, hier muss ich noch unsere zwei Mähdrescher noch sauber machen. Die sind ziemlich dreckig hier von der ganzen Feldarbeit. Also am schlimmsten ist ja eigentlich hier der Klaas, ganz schön dreckig. Also der sieht ja echt mal richtig dreckig aus. Gut, ja, das werde ich aber dann später machen. Das ist jetzt nicht so wichtig, finde ich. Und ja, schauen wir jetzt hier nochmal schnell bei den Hühnern vorbei, wie weit die jetzt hier eigentlich schon sind mit der Eierproduktion. Oh ja, hier müssen wir eigentlich auch mal sauber machen. Das kann man jetzt hier gleich machen. Und natürlich haben wir hier drüben noch, was ja neu dazugekommen ist, das haben wir ja noch gar nicht benutzt. Hier können wir jetzt auch Küken züchten. Das wird man auf jeden Fall mal ausprobieren in der nächsten Folge. Gut, ja, hier haben wir schon wieder einiges an Kisten Eier stehen. Also das Ganze läuft hier auf jeden Fall. Gut, ja, und das soll es auch schon wieder gewesen sein von dieser Folge. Abonniert doch meinen Kanal. Und lasst dann natürlich auch ein Däumchen da. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ich bin raus. Tschüss, macht's gut.